Und damit willkommen zu Spyro, Year of the Dragon. Oh yeah. Ja, wir haben uns durch Spyro the Dragon, Spyro 2, Gateway to Glimmer, durchgearbeitet, jetzt hier zu Spyro 3, Year of the Dragon. Wobei das 3 gar nicht im Titel steht. Aber das soll uns egal sein, ich werde das Spiel wahrscheinlich häufiger Spyro 3 nennen, weil das Spiel auch, glaube ich, besser bekannt ist als Spyro 3. Zumindest kenne ich auch viele, die einfach immer nur sagen Spyro 3, Year of the Dragon. Weil das 3 gehört schon irgendwie dazu. Und es ist auch der dritte Teil der PlayStation 1 Trilogie. Und ich freue mich so sehr. Und das ist meiner Meinung nach der beste Spyro-Titel-Teil, den es überhaupt gibt. Ist auch bei mir ganz oben auf der Liste meiner Lieblingsspiele. Wenn man mich fragen würde, dann würde ich vielleicht auch sagen, das ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Was heißt vielleicht, das ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Denn das Spiel, das hat wirklich alles. Ich sag's euch. Wir haben hier natürlich, weil Spyro ist, ganz normale Jump'n'Run-Passagen. Das ist auch der Hauptkern des Spiels immer noch. Aber zusätzlich dazu haben wir die verrücktesten Sachen. Wir haben, wie sich's für Spyro gehört, nochmal Fluglevel. Wir haben Skateboarding-Passagen, wir haben Passagen, wo wir boxen müssen, dann gibt es Passagen, wo wir 2D-Jump'n'Runs haben, dann gibt es noch Ego-Shooter-Passagen, also alles ist in dem Spiel. Und das ist auch genau das, was ich an dem Spiel hier so liebe, weil das Spiel, das fordert einen auf jedem Gameplay-Level raus, den man überhaupt haben kann. Ich liebe es, aber das werden wir uns alles ansehen. Ich glaube, es zeigt auch sehr, wie sehr ich das Spiel liebe, weil hier 317% Spielstände. Naja, machen wir einen vierten daraus, auch wenn er nicht angezeigt wird. Dafür müssen wir natürlich einen löschen. Also wenn ich jetzt die Auswahl zwischen Spyro Geldsack und Sparks habe, dann mache ich natürlich Geldsack weg. Ja, überschreiben. Symbol. Welches Symbol nehmen wir mal? Nehmen wir mal Jäger. Warum denn nicht? Bekommt auch mal ein bisschen Aufsehen. Dann sehen wir uns die Story an in diesem Spiel. Die nicht allzu kompliziert ist, aber immerhin eine Story. Außerdem funktionieren die Cutscenes, nicht so wie in Spyro 2, wo alles verbuggt war. Ich spiele das Ganze hier natürlich wieder auf der PlayStation 3. Wie die anderen beiden Teile auch. Aber Spyro 3 funktioniert wenigstens ordnungsgemäß, wie es funktionieren sollte. Geiler Schrei. Jäger übertrifft sie mal wieder alle. Naja, hätte vielleicht ein bisschen böser, ein bisschen böser laufen können. Hätte ein bisschen besser laufen können. Wir haben es geschafft, die Eier zu erbeuten, Eure Hoheit. Jedes einzelne. Exzellent. Aus dir wird vielleicht doch noch was. Nun geh, bewache die Tunnel. Lass niemand durch. Und da haben wir gerade unseren Gegenspieler gesehen, die Zauberin. Die auch wirklich die Zauberin heißt und nicht irgendwie einen ausgefeilteren Namen hat. Zur anderen Seite der Welt. Boah, der Drache hat eine Stimme wie Batman. Hallo, ich bin Batman. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Junge, die Stimme. Du musst gehen, sonst passt niemand durch die Löcher. Ja, auf, lass uns gehen. Flop. Zurück. Du bist unsere einzige Chance. Du sagst es. Ich glaube, als sie den Synchronsprecher für den Drachen haben sprechen lassen, war er krank. Aber auch extrem heiser, so wie sich das anhört. Naja, es soll jetzt keine Rolle spielen. Das Abenteuer beginnt.
Und das ist schon das ganze Vorgeplänkel gewesen. Wir wissen, was zu tun ist. Die Dracheneier wurden entführt und wir müssen sie zurückholen. In einer neuen Welt, in den vergessenen Reichen. Naja. Ach ja, Spyro 3. Wir haben eigentlich alles, was wir auch in Spyro 2 hatten. Wir können schwimmen, wir können den hier machen. Also wir haben das ganze Repertoire an Fähigkeiten, mit dem wir Spyro 2 verlassen haben. Dazu bekommen wir natürlich noch weitere tolle Fähigkeiten und Extras und alles. Und ja, das Spiel ist einfach toll. So, das erste, was wir jetzt aber machen, wir gehen ins Menü und wir aktivieren folgenden Cheatcode. Und zwar Kreis, Viereck, rechts, links, rechts, Viereck, Kreis, Viereck. Jetzt haben wir zwei Geräusche gehört. Diese Geräusche signalisieren uns, dass wir soeben den Hard Mode aktiviert haben. Denn das Spiel hat einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Das soll heißen, wenn wir uns in dem Spiel gut anstellen und ich sag mal alle Missionen soweit auf Anhieb meistern, ohne größere Probleme, keinen Schaden bekommen, was weiß ich, wenn wir uns einfach gut anstellen, dann ist es vom Spiel automatisch geregelt, dass sich der Schwierigkeitsgrad anzieht. Und das äußert sich dann dadurch, dass dann beispielsweise Bosse, die halten dann mehr aus und weitere Sachen, das ist zum Beispiel in manchen Aufgaben, da kommen dann mehr Gegner oder wir müssen mehr Sachen zerstören oder irgendwie sowas in der Art. Zumindest wird das Spiel dann nach und nach schwerer, je nachdem, wenn man sich halt gut anstellt. Stellen wir uns dementsprechend scheiße an und verhauen eine Sache nach der anderen, dann wird das Spiel wiederum leichter. Mit weniger Gegnern, die Gegner halten weniger aus und so weiter und so fort. So, der Cheatcode, den ich gerade eingegeben habe, der sorgt jetzt automatisch dafür, dass der Schwierigkeitsgrad auf der höchsten Stufe sofort ist. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wenn ich jetzt doch irgendwo daran scheitern sollte, ob sich dieser Cheatcode auch dafür, oder dass der Cheatcode es auch so macht, dass der Schwierigkeitsgrad permanent fix auf der höchsten Stufe bleibt, oder ob er sich dann runterstellen würde, wenn ich schlecht spiele. Darum werde ich einfach den Cheatcode immer weiter einstellen. Also immer wieder eingeben, damit wir auch garantiert immer den höchsten Schwierigkeitsgrad erleben. Am Anfang ist das noch gar nicht so problematisch, aber gegen Ende wird das dann doch schon ein bisschen tricky. Da gibt es dann vor allem zwei Rennmissionen, wo wir gegen andere Gegner rennen müssen. Die sind dann doch schon ein bisschen tricky und sehr schwer. Aber ich habe schon mal geschafft. Und was wäre ich für ein Spyro-Spieler, wenn ich nicht auf höchsten Schwierigkeitsgrad spielen würde? Also bitte. So viel mute ich mir dann doch zu. Aber ja, sonst noch was ich erwähnen könnte. Wie gesagt, mein Lieblings-Spyro-Spiel, dynamischer Schwierigkeitsgrad. Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Wir müssen wieder Edelsteine einsammeln und als zweites ein Collectible müssen wir diesmal statt Drachen und Kugeln Dracheneier einsammeln. Davon gibt es 150 an der Zahl und wir machen natürlich alles zu 100%. Ich zeige euch soweit alles, was geht. Alle Könnerpunkte holen wir uns, die sind auch wieder hier vertreten, auch aus Spyro 2 übernommen. Und ansonsten würde ich da mal sagen, schießen wir los. Wir sind hier wieder in so einer obligatorischen Oberwelt, wie wir es kennen. Dem Morgensee. Ist das der Morgensee? Nee, das ist Bad Sonnenaufgang hier. Haha. Nee. Bad Sonnenaufgang. Und gleich mein Leben abgestaubt. Ansonsten auch von der Wertigkeit sind die Edelsteine soweit gleich. Ein Zweier, einer, Zweier. Und da haben wir unser erstes Drachenei. Isabelle. Wir bekommen so eine süße kleine Animation und wir sehen immer wieder einen anderen Drachen, der schlüpft. In der Tat immer eine andere Animation mit anderen Drachen. Und man muss auch darauf achten, die Drachenbabys, die wir hier befreien, die sind übrigens so angepasst, dass sie auch immer so eine... Entweder Peacekeepers Drachen sind, Artisans Drachen, halt die ganzen Drachenvölker aus Spyro 1. Die Texte lasse ich auch durchlaufen, ich mache ja auch wieder von dem Spiel keinen Speedrun. Zoe, die im vorherigen Teil noch Fünkchen hieß und auch im Handbuch zu dem Spiel immer noch Fünkchen heißt, nebenbei bemerkt. Ja, die heißt hier Zoe, die erklärt uns gerade die Kamera, aber... Wir als Spyro-Könner nach zwei Abenteuern sollten wissen, wie die Kamera zu bedienen ist. Alice, kein Problem. Da
Das ist unsere erste Welt, in die wir reingehen könnten. Machen wir aber noch nicht. Denn wir bekommen erstmal Besuch von Regenbogen. Nyan Cat. So, du bist also derjenige, der die Eier retten soll, hm? Wie traurig. Hör mal zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, drehst du dich um und verschwindest wieder in dem Loch, aus dem du gekrochen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie so gut versteckt, dass du sie nicht mal in 1000 Jahren findest. Und selbst wenn du eins finden solltest, werden sich unsere hervorragend ausgebildeten Armeen deine annehmen und es dir wieder abnehmen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal erwische, werde ich sehr böse. Und das wird dir gar nicht gefallen, wenn ich böse bin. Tja, ganz genau. Die Drohung sollten wir ernst nehmen. Und von wegen die Dracheneier nicht finden. Eins habe ich schon gefunden. Da oben ist gleich das nächste. Also so gut sind die jetzt auch wieder nicht versteckt. Aber ja, da war gerade Bianca. Die wird noch sehr wichtig. Wir haben ja schon gesehen, das ist so die Gehilfin, die... der Lehrling von der Zauberin. Tja, tja. Und da haben wir auch gerade schon wieder unseren besten Freund aus Avala gesehen. Der gute alte Geldsack. Reden wir doch mal mit ihm. Na, das ist ja eine Überraschung. Mensch, ich hab dich ja nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avala besiegt haben. Nun, mein Geschäft hat etwas nachgelassen, seit du weg bist. Deshalb kam ich hierher und habe ein nettes Abkommen mit der örtlichen Zauberin geschlossen. Eine wirklich reizende Dame ist das. Und sie scheint auch Drachen sehr gern zu haben. Mhm, alles klar. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila das Känguru zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie wohl entkommen lassen. Dann könntest du sie als Haustier halten oder so. Klar, aber dafür brauchen wir leider erstmal 300 Edelsteine. Die haben wir nicht, die werden wir aber noch in der Oberwelt hier bekommen. Geldsack übrigens mit einer anderen Stimme, genauso wie Spyro und ein paar andere Charaktere, die wir noch treffen werden. Jäger hat aber noch die gleiche Stimme. Ich habe gerade eins von diesen komischen Toren gefunden, die zu einer anderen Welt führen. Aber du musst gleiten, um darüber zu kommen. Drück die X-Taste zum Springen und drück dann nochmal die X-Taste, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Genau, Jäger erklärt uns mal wieder das Gleiten. Weil wir ja so ein vergesslicher Drache sind und das immer wieder... uns nicht merken können. Wir gehen erstmal hier rüber. Ansonsten mit drei Flattern können wir auch immer noch. Wie gesagt, wir haben hier noch alles aus Spyro 2, was wir konnten. Ich habe in der Höhle da drüben etwas glänzendes. Mit so ein paar Neuerungen und allem, aber alles okay. Du gelangst dorthin, indem du schwebst. Dafür musst du nur am Ende deines Gleitflugs die Dreiecktaste drücken. Genau. Oder wir können einfach. Alles klar. Oh, jetzt hätte ich's fast vergessen. Ich habe dieses Ei hier gefunden. Jawohl. Jäger in dem Spiel ist übrigens Coltrane. Und das ist Magic Crafters. Jäger ist in dem Spiel übrigens sehr toll. Damit meine ich, der ist eigentlich in dem Prinzip... Im Prinzip ist er in dem Spiel unser größter Gegenspieler. Oder ein totales Arschloch, wenn man so will. Weil wir werden diverse, teilweise auch gar nicht so leichte Aufgaben gegen ihn bewältigen müssen, weil er uns ansonsten keine Dracheneier gibt. Also der hat Dracheneier, hält die uns aber quasi vor, bis wir eine teilweise sehr schwere Aufgabe von ihm gelöst haben. Das ist sehr nett, danke, dass du uns unterstützt, aber einen schlimmeren Gegenspieler hätte ich mir auch nicht wünschen können. Kannst du für eine kurze Zeit fliegen. Jupp, Powerpunkte kennen wir auch noch. Wir brauchen diesmal keine Geisterpartikel, denn die Gegner in dem Spiel hinterlassen statt Geisterpartikeln jetzt auch wieder ganz normal Edelsteine, wie in Spyro 1. Ach ja, Spyro 3. Wenn wir hier gerade Wasser haben, schwimmen können wir natürlich immer noch. Das haben wir auch nicht verlernt. Haben uns ja auch teuer von Geld zerkaufen müssen. Aha, aha. So, jetzt aber erstmal fliegen. Und das bringt uns das nächste Drachenei. Amy. Und das war Magic Crafters.
willst du aber nochmal fliegen, weil da hinten gibt es noch so ein kleines Secret. Ein Sekret. Das werden wir auch noch haben. Vorausgesetzt, ich schaffe das jetzt auf Anhieb. Und zwar ist das das Extra-Leben hier. Nicht mehr und nicht weniger. Schade. Na gut, erkunden wir weiter. Hätte ich auch eigentlich auf dem Rückweg einsammeln können. Naja, was soll's? Was soll's? So, was hat er für ein Anliegen? Rocky, haha. Und das Tor zu meinem Zuhause funktioniert nicht mehr. Vielleicht geht es wieder, wenn noch ein paar Drachen schlüpfen. Genau. Ja, da kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir, wie es uns das Tor anzeigt, erstmal 10 Dracheneier. Hey. Dann suchen wir uns erstmal das nächste Drachenei. Dafür einmal Headbash und Bam. Lion. Man muss aber auch sagen, die Drachenbabys sind schon echt süß. Vor allem gibt es 150 verschiedene. Da hat man sich schon echt Mühe gegeben. In diesem Modus musst du die Kamera selbst steuern. Und sie ist auch langsamer. Wenn du möchtest, kann ich die Kamera in den Aktivmodus setzen. Im Aktivmodus bewegt sich die Kamera viel schneller. Nee. Lass das mal so. Nochmal Jäger. Ein Ei auf dem Grund des Sees. Wie auch immer er sich hierhin teleportiert hat. Aber ich will mein Fell nicht nass machen. Vielleicht könntest du es holen. Du kannst untertauchen, indem du die Quadrattaste drückst, wenn du an der Oberfläche bist. Schneller schwimmen kannst du, indem du die Quadrattaste gedrückt hältst. Tja, Jäger ist und bleibt halt eine Katze. Was will man da machen? Darum müssen wir hier natürlich schwimmen. Ich muss aber auch sagen, was den Humor angeht, finde ich dieses Spiel auch nochmal eine klare Steigerung gegenüber 1 und 2. Das werden wir gleich an Geldsack sehen. Denn anders als in Spyro 2, wo er noch so Sachen gesagt hat, wenn wir sein Angebot abgelehnt haben, von wegen, ja, früher, später musst du mich bezahlen, nebenbei Buß. Anstatt dass Geldsack jetzt sagt, von wegen sowas in die Richtung, ja, früher, später musst du mich bezahlen, sonst kommst du nicht weiter, sagt er jetzt weitaus, weitaus interessantere Sachen, wenn wir seine Angebote ausschlagen, die deutlich bissiger sind. Aber das werde ich euch auch alles zeigen, weil da sind einige Sprüche von Geldsack, die sind echt Gold wert. Ja, ansonsten der Freund hier, der hat auch das Problem mit dem Portal. Da brauchen wir 14 Dracheneier. Hier haben wir so ein komisches Schild mit Sparks drauf. Sparrow, ich habe einen Spezialauftrag für Sparks. Komm später hier zurück, Zoe. Alles klar. Die Sparks-Mission werden wir erst ganz zum Ende machen, wenn ich das Spiel einmal durchgespielt habe. Oder wenn wir den finalen Boss besiegt haben. Weil durch die Sparks-Mission erhält man nochmal Upgrades und die helfen einem sehr. Da gibt es zum Beispiel ein Upgrade, dadurch hält man einen Treffer mehr aus. Aber ich mache das einfach der Challenge halber, werde ich mir die Sachen erst ganz zum Ende holen. Wenn wir quasi keinen Nutzen mehr für die haben, weil ich es kann. So, hier haben wir noch das dritte und letzte Portal, das Eier braucht. 20 an der Zahl. Das wäre dann die Rennstrecke. Und 400 von 400. Dann hätten wir den Sommerwald schon abgeschlossen. Sommerwald. Falsches Spiel. Die Oberwelt. Warte, Sonnenaufgang. Gut, dann haben wir auch genug Edelsteine, um Geldsack zu bezahlen. Und dann können wir uns mal anhören, was er so für nette Sprüche drückt. Erstmal das gleiche wie vorhin, glaube ich. Dafür, Sheila, das Känguru unter Verschluss zu halten. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin ganz schön viel Ärger gemacht haben. Nun, ich könnte das Känguru aus Versehen entkommen lassen, wenn du mir, sagen wir mal, eine kleine Gebühr bezahlst. 300. Wir sagen mal nein, danke, und jetzt hört euch an, was er zu sagen hat. Keine Sorge, Spyro. Sheila wird nicht für immer im Gefängnis bleiben. Die Zauberin wird sie wohl nächsten Donnerstag hinrichten lassen. Ah, schön. Oh,
Wir müssen den nächsten Toaster hinter euch lassen. Zack, Kopfabschluss, weg. Oh Gott. Aber ich denke, man sieht, was ich meine. Also, ist es nicht gut, dass wir gerade Mittwoch haben, darum lassen wir uns Schieder mal schnell befreien. Aber ja, und die Sprüche werden nicht irgendwie netter, wenn wir später seine Angebote ablehnen. Da gibt's schon einige heftige, die er uns dann reindrückt. Also die sind gut. Geldsack ist in dem Spiel famos, das muss man einfach sagen. Auch wenn ein geldgieriger, blöder Sack ist. Naja, 300 bezahlen wir. Spyro, wie herrlich naiv du bist. Deine Gutherzigkeit könnte dich eines Tages auf den Kopf kosten, doch im Moment macht es mich nur reich. Ja, Geldsack allgemein ist ein wesentlich größerer Arsch als zuvor. Wahrscheinlich, weil wir ihm seine ganze Kohle am Ende abgenommen haben. Naja. Erstmal gibt's eine Cutscene. Schwamm drüber. Ach ja. Hey, ich hoffe, du weißt diese Gefälligkeit zu schätzen, dass ich dich rauslasse. Das ist nett von dir, Kumpel. Schwamm drüber, ja? Richtig, schließlich mache ich nur meine Arbeit. Und zack. Jawohl. Ich schätze, du bist einer dieser Drachen. Ja, heißt es Spyro. Hätte nie gedacht, einen zu treffen. Ihr Drachen habt mal diese ganze Welt regiert. Dann seid ihr plötzlich verschwunden. Puff. Drachen lebten hier? Hast du nicht gewusst? Man sagt, es ist über 1000 Jahre her. Und dann verschwanden sie. Ja, und das Unheimliche ist, nachdem sie weg waren, verschwand auch die ganze Magie aus dieser Welt. So als ging sie mit ihnen. Ich meine, man sagt, diese Welt war früher magisch. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wunschstein und so. Aber als die Drachen weggingen, hörte das auf. Und deshalb funktionieren einige der Tore nicht? Ja, sie fingen auch an zu erlöschen, eins nach dem anderen. Nun, ich sollte mal nach Hause gehen, Schadensprüfung machen. Kannst mich jederzeit besuchen. Da haben wir doch ganz viel von Sheila erfahren. Jupp, da haben wir auch den Grund, warum die Tore nicht funktionieren und warum die Tore dann reaktiviert werden, wenn wir die Dracheneier finden, weil dann eben wieder neue Drachen in die Welt gekommen. Jawohl, dann wollen wir Sheila doch gleich einen Besuch abstatten. Und das ist nämlich auch so eine Neuerung in den Spielen, denn in dem Spiel hier, denn wir werden, anders als in Spyro 1 und Spyro 2, nicht nur ausschließlich Spyro spielen. Es gibt nämlich noch eine Vielzahl von anderen Charakteren, nämlich 5 an der Zahl, die wir noch neben Spyro spielen werden. Und einer davon ist Sheila. Das Känguru. Die in der englischen Version übrigens einen stark australischen Akzent hat. Warum auch immer, ich kann es mir gar nicht vorstellen, warum. Jetzt muss ich herausfinden, was diese garstige Zauberin mit meinem Zuhause angestellt hat, während ich eingesperrt war. Ganz genau. Hallo, Sheila. Während du weg warst, hat uns ein Haufen Rinox aus unseren Hütten vertrieben. Ist aber nicht so schlimm. Bobby, Pete und ich arbeiten an einem schlauen Plan, sie wieder zurückzubekommen. Jupp. Und da sind wir auch schon. Ja, wir spielen Sheila. Die hat erstmal so einen tollen Doppelpilzsprung und kann natürlich als Känguru auch ganz hoch in die Luft springen, wenn wir es richtig timen. Cool. Das wird uns aber noch alles beigebracht. Folge Bobby und Pete mit deinem Luftsprung. Es ist ganz einfach. Drück die X-Taste, wenn du beim Springen am höchsten bist. Alles klar. Puff, weggekickt. Was ein Känguru hier in den Alpen macht, weiß zwar auch keiner, aber... Naja, ist halt Spyro. Sheila kann natürlich auch stampfen, zack. Was will Pete uns denn sagen? Drück die X-Taste zum Springen, dann drück sie nochmal genau, wenn du den Boden berührst, um einen Doppelsprung zu machen. Wenn du das erstmal beherrschst, kommst du überall hin, wo du willst. Ach ja, die Synchro ist aber auch toll, sowohl die deutsche als auch die englische. Die englische hat auch sehr viel Charme, weil da viele nette Akzente bei den Charakteren dann verwendet werden. Hier, ich hatte es aufgehoben, um einen
Aber auch die Deutsche, finde ich, kann sich durchaus sehen lassen. Was wohl primär daran liegt, weil sie mir sehr ans Herz gewachsen ist, aber egal. Unser erstes Ei, Ruby. Das ist ein Dreamweavers-Drache. Von den ganzen Drachenbabys gibt es übrigens auch sowohl männliche als auch weibliche Versionen. Ja, ich finde es schön, dass sie sich da so schön viel Mühe gemacht haben, da wirklich jedem einzelnen Drachenei einen anderen Drachen zuzuordnen. Wir werden zwar schon Drachen mit ähnlicher Animation treffen, aber ansonsten sind es eigentlich immer verschiedene. So, Steine haben auch noch Geld. Geld! Was ich nebenbei auch mal machen könnte, ich könnte einmal in die Optionen gucken. Aber da dürfte es nichts Interessantes geben, was mich irgendwie... Die Passion habe ich sowieso nicht an, stehe ich aber trotzdem aus. Sound ist auch alles okay. Jawohl. Ist mir nicht gerade aufgefallen, weil ich gerade sagen wollte, dass es in dem Spiel hier keine Karte gibt, wie in Spyro 2. Wie Shida schwimmt. Okay. Da ist noch so ein fieser Rhinox. Zack. Ansonsten, da ist auch noch ein Weg. So einfach die Steine zertreten. Weil Shida es einfach drauf hat. Da haben wir alles, okay. Tja, ich glaube, den können wir lange dagegen treten lassen. Keine Sorge, ich trete so lange gegen diesen Felsen, bis er zerbricht. Na gut, wir helfen, okay. Hey, Sheila, lass uns einen Streich machen. Nimm dieses Ei und zerschmettere es an Billys Hütte, okay? Das ist meine Rache dafür, dass er mich das letzte Mal von der Klippe geschubst hat. Okay. Ich möchte nur mal ganz kurz erwähnen, wenn ihr dachtet, dass die Bewohner von den normalen Drachen reichen, also die Drachen und die Bewohner Avalas schon Schaden haben, dann kennt ihr hier die Bewohner noch nicht von den vergessenen Welten hier. Die sind echt nicht mal ganz dicht. Das werden wir noch ein paar Mal feststellen. Es gibt hier in dem Spiel echt ein paar exotische, ausgeflippte Typen. Und die Ziegen hier sind keine Ausnahme. Es gibt keinen Weg, sie aufzuhalten, außer wenn wir ihre Hütten zerstören. Ihre Hütten sind aber zu groß, um sie mit einem Tritt zu zerstören. Versuch stattdessen, sie mit einem Kopfstoß zu zerschmettern. Ich lenke sie ab und du zerstörst die Hütten, okay? Du weißt noch, wie man einen Kopfstoß macht, oder? Spring einfach und drück dann die Dreieck-Taste in der Luft. Jawohl, kein Problem. Guck, jetzt senkt er die ab. Ja, so bescheuert irgendwie. Ja, wir müssen die Häuschen hier halt zerstören, weil sonst respawnen die Typen. Ja, und besiegen bringt nichts, deshalb geben die auch keine Edelsteine, weil die einfach wiederkommen. Ansonsten könnte man ja unendlich Edelsteine farmen. Und das soll ja nicht so sein. Das soll ja ein Collectible sein. Aber wir treten sie alle hier ins Nirvana. Als wär's nichts. Und tschüss, und tschüss. Was willst du denn hier? Zack. Wo wir übrigens gerade mal Shida spielen. Da könnte ich mich ja jetzt schon mal drüber aufregen, wie ich die ganzen Designänderungen der Charaktere von Spyro in der Reignited Trilogy finde. Da hat Shida Haare und irgendwie so ein Ranger-Outfit, so ein australisches Ranger-Outfit an. Was ich total unnötig finde, weil so reicht das doch. Das ist doch ein schön simples Design. Warum muss man denn da so komische Gimmicks hinzufügen? Aber das denke ich mir allgemein bei vielen Sachen, die ich von der Reignited Trilogy sehe. Warum?
Was mich auch am meisten aufregt, was ich ganz schlimm finde, das ist zwar sowas Blödes wie damals zu Sonic Boom, wo sich alle aufgeregt haben, dass Sonic auf einmal blaue statt beige Arme hat. Aber ich finde es total schlimm, dass Spyro irgendwie an seinen Vorderklauen vier Zehen, wenn man das Zehen nennen kann, hat. Das finde ich total... das ist so ein richtiges... Könnte ich mich so drüber aufregen, weil Spyro kommt die ganze Zeit mit drei aus. Die ganze Zeit hat er nur drei Klauen da vorne. Und auf einmal muss er vier haben. Das sieht so komisch aus, als hätte er irgendwie so einen Daumen, was gar nicht irgendwie passt. Aber egal. Außerdem finde ich, dass Spyro in der Reignited Trilogy ein bisschen fett aussieht, aber... Ich sag mal so, da gewöhnt man sich wahrscheinlich dran, wenn ich es gespielt habe. Hoffentlich. Aber das sind so Sachen, die stören mich einfach. Da bin ich halt so Freund des simplen Designs, ja. Weil hier ist einfach nur ein Känguru. Obwohl Sheila weiblich ist, hat sie noch nicht mal einen Beutel. Warum auch immer. Aber ja, ansonsten das ist einfach nur ein Känguru hier. Da ist nicht mehr und nicht weniger daran. Keine komischen Design-Gimmicks, einfach ein Känguru. Und auch Sergeant Bird ist halt einfach ein Pinguin. Mit Raketenwerfern. Ja, toll, die sind aber auch relativ dezent. Und Spyro ist halt einfach ein Drache, nicht mehr und nicht weniger. Da brauchen die noch irgendwelche komischen Gimmicks dazu. Naja, aber wir wollen uns hier nicht über die Reignited Trilogy aufregen. Und zumal die noch gar nicht erschienen ist, die erscheint erst in einem Monat. Und dann kann ich mich immer noch beschweren. Erstmal spielen, dann beschweren. Wenn du mal vergisst, wie du eine Figur oder ein Fahrzeug steuerst, geh zum Pausemenü und wähle Hilfe. Ja, okay, danke für den Hinweis. Wir gehen aber erstmal weg. Denn wir hätten soweit Sheilas Alp komplett abgeschlossen. Jetzt, da wir übrigens die Hauptheimatwelt von Sheila gerettet haben, sage ich jetzt mal, also das Haupt-Sheila-Level gemacht haben, haben wir jetzt Sheila auch in anderen Levels freigeschaltet. Denn die ganzen Partner von Spyro, die beschränken sich natürlich nicht nur auf ein Level, sondern die werden wir auch in den ganz normalen Levels einfach so antreffen können. Ist halt von Level und Level verschieden. Ein Level ist zum Beispiel, in dem wir Sheila jetzt treffen werden, Villa Sonne, in das wir auch gleich hineingehen. Unser erstes normales Level, möchte ich mal sagen. Und hier gibt es auch gleich eine ganze Menge, was wir erleben werden. Wir werden hier skateboarden, wir werden hier gleich mehrere Könnerpunkte kriegen. Für einen Könnerpunkt müssen wir zum Beispiel hier die ganzen Bäume abbrennen. Davon gibt es hier noch so ein paar. Die Pflanzen können wir ja auch abbrennen, die Blumen. Aber das bringt uns nichts. Ich habe es einfach trotzdem gemacht, weil ich es kann. Eine Horde wilder Rhinoxe ist in unsere Stadt eingefallen und hat den Bürgermeister entführt. Nein, nicht der Bürgermeister. Was haben die eigentlich? Ach, die haben so einen kleinen Schild. Ich habe mich immer gefragt, wie sie haben. Das sah immer aus für mich wie so eine kleine Trompete oder irgendwie so. Oder so ein kleines Megafon. Er hat auch was dazu sagen. Paulus. Und dann werde ich dem anderen Typen Feuer unter dem Hintern machen. Feuer unterm Hintern? Tut mir leid, aber das kann ich besser. Auch wenn das jetzt nicht so direkt der Hintern war. Feuer ist und bleibt Feuer. Und wir stauben hier ein Leben nach dem anderen ab. Der Typ rastet da auch völlig aus. Die greifen einen auch nicht an, die sind halt total von Spyro schockiert, haben viel zu viel Angst. Anders als die Typen, die hier von ihrer Hähnchenkeule essen. Und natürlich zu groß sind, als dass man sie umrennen könnte. Aber das muss man Zoe natürlich auch nochmal erklären, wie das funktioniert. Du bist zu groß, um ihn umzurennen. Du musst ihn abfackeln, indem du die Kreistaste drückst. Jawohl, alles klar, gängiges Spyro-Prinzip. Ein dicke Gegner können wir natürlich nicht umrennen, genauso wie Gegner mit Metallpanzerung. Gängiges Spyro-Prinzip. Das natürlich auch in Spyro 3 nicht anders ist. Einige Dinge bleiben halt einfach und werden sich nie ändern. Na, Dicker. Oh, hab irgendwie einen Frosch umgelegt. Hier oben noch.
Und erstmal ein Drachenei. Vanessa. Erstmal ein Salto schlagen, alles klar. Hab ich auch gemacht, als ich geboren wurde. Erstmal ein Salto geschlagen. Nächster Baum. Also dann gleich einmal zu den Säulen hier rüber. Da hat sich natürlich auch noch so einiges versteckt. Einmal rüber. Ein Drachenei zum Beispiel. Miles. Und schon sind wir wieder bei Sonic. Miles Tails Prower. Alles klar. Es gibt ja auch viele Drachennamen, die auch auf Sachen anspielen. Zum Beispiel den Hauptdrachen, den wir hier bekommen, wenn wir das Level abgeschlossen haben, der spielt auf was an. Haben wir es aber gezeigt. Wenn sie mir nicht zahlenmäßig überlegen gewesen wären, hätte ich sie längst fertig gemacht. Jawohl, alles klar. Ich finde übrigens die Idee mit den römischen Löwen sehr witzig. Aber ein Level, das hat hier echt eine richtig coole Idee. Ist auch eines der ganz späten Levels, wo wir erst gegen Ende kommen, aber das ist cool. Kann ich jetzt schon mal sagen, das ganze Spiel ist cool. So erklärt uns gerade, wie das mit den Checkpoints funktioniert. Kurz gesagt, genauso wie in Spyro 2. Alles klaro. Nein, brauchst du mich nicht. Und da jagt einer so ein Hühnchen. Und war anscheinend erfolgreich. Ups. Das ist übrigens auch ein schönes Szenario. Da weiß man irgendwie nicht so recht, wer wen jagt. Es ist einfach herrlich. Hat er was zu sagen? Wenn ich ihn jetzt so... Alles klar, Horatius. Hat er jetzt was Neues zu sagen? Danke für die Hilfe, aber ich denke, ich hätte ihn auch gleich geschafft. Ja, klar, klar. Aber wozu hat man denn einen lila Drachen, der für einen die ganze Arbeit macht? Klaro. Schon verstanden. So, besiegen wir den, öffnen sich die ganzen Gitter. Dann haben wir auch den Bürgermeister befreit. Als Bürgermeister will ich dich mit einem unserer riesigen Hühnereier belohnen. Genau, und jetzt möchte ich einmal anmerken, es geht hier um Hühner und so weiter. Jetzt achtet mal auf den Namen des Drachens. Sanders. Und der macht einen Chicken Dance. Keine Ahnung, irgendwie muss ich gerade an KFC denken. Naja, egal. Das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Ach ja. So, und der ist jetzt nach Bad Sonnenaufgang gegangen. Denn der wird uns da noch helfen. Aber mehr dazu später. Zum Extra-Leben und Könnerpunkt absahen. Könnerpunkt erhalten. Ah, jetzt könnten wir da schon reingehen, aber das spare ich mir für gleich auf. Machen wir erstmal die Schieder-Aufgabe. Weil wir so gut schielen können, machen wir erstmal die Schieleraufgabe. Und einmal rein da. Da steht noch irgendwas Interessantes auf dem Schild. Nee. Da würde wahrscheinlich nur was draufstehen, wenn wir Sheila noch nicht befreit hätten. Vielleicht kann ich auf der Spitze des Turms ein wenig Ruhe finden. Alles klar. Oh, Jammer! Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird in jenem Turm dort drüben von bösen Rhinoxen bewacht. Kannst du sie für mich retten? Aber natürlich. Thank you.
Puff. Und treten, einfach treten. Die Gegner sind übrigens auch sehr toll. Anstatt dass sie einen mit der Lanze irgendwie stechen oder pieksen. Nein, nein, die halten die Lanze so vor sich und schubsen einen einfach. Ich will eigentlich den hier machen. Gut. Puff. Puff. So, jetzt hier ganz gemein hier oben. Ey, nicht frech werden. Der Schwierigkeitsgrad äußert sich übrigens auch darin, dass die Gegner teilweise sehr aggressiv reagieren, wenn der Schwierigkeitsgrad hoch ist. Ich glaube, das werde ich euch sogar hier zeigen können. Da gibt es eine Stelle, da lungern drei von diesen Typen rum und die stürmen, glaube ich, gleich auf einen los. Beziehungsweise, wenn ich hier stehe, ich glaube, der greift mich schon sofort an. Genau. Ich glaube, wäre der Schwierigkeitsgrad sehr im Keller, dann würde der sich gar nicht erst bewegen, sondern einfach nur dastehen. Es gibt übrigens auch Leute, die behaupten, dass es so ein... Ja, ein Glitch kann es dann ja eigentlich nicht sein, aber es soll so einen Glitch geben. So ein Bug wohl eher. Der auftritt, wenn man auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielt, dass dann ein Gegner nicht erscheint, weil eben, um das Level halt einfach zu machen, dann soll auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ein Gegner nicht erscheinen. Damit verliert man die Chance, einen Edelstein zu bekommen, irgendwie. Davon weiß ich jetzt aber nichts und das ist, glaube ich, auch irgendwie nicht bestätigt oder so. Da habe ich auch nicht groß was von gehört, aber halt irgendwas von mal gelesen. Hier kommen auch die Typen, die greifen dann auch sofort an. Kaum ist man da schon, stürmen die los. Naja, die Gegner machen hier keine halben Sachen. Huf. Nein, ouch. Wie er sich freut. Haha, getroffen. Haha. Und da haben wir sie. Rapunzel natürlich, weil es ein Turm ist. Auch gut. Was? Marquardt die Geschichte? Ich habe eine gerichtliche Verfügung gegen ihn. Ach ja, die Liebe. Ein sehr emotionales und gerichtliches Spiel. Noch irgendwas zu sagen? Wenn du Marco siehst, sag ihm bitte, dass ich ausgezogen bin. Alles klar. Aber ja, die Charaktere sind gut. Ich weiß nicht, wo ich hinspringe. Hilfe! Gib mal was zu futtern. Und hopp. Und dann noch einmal und dann da hoch. Alles klar, okay. Kann ich ihn nochmal ansprechen? Ich kann ihn nicht nochmal ansprechen, schade. Sonst hätte ich ihm das natürlich gerne mitgeteilt. Aber wenn er nicht reden will, dann will er halt nicht reden. Noch einmal hier rein. Und hier gibt es eine ganz tolle Aufgabe. Und zwar das Skateboarden. Ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden. Aus der könnte man eine prima Skatebahn machen. Hast du Lust, deine Skateboardkünste zu testen? Genau, jetzt dürfen wir ganz episch als Drache skateboarden. Weil es eine coole Kombination ist. Einfach, weil es eine coole Kombination ist. Ich liebe es. Ich wette, dass du nicht alle 15 Eidechsen, die hier rumlaufen, fangen kannst. Komm einfach zurück, wenn du ein paar Board-Tipps vom Meister haben willst. Ja, Tipps brauche ich jetzt nicht. Das dürfte ich alles drauf haben. Zack. Bam. Den Edelstein holen wir uns gleich. Weil das ist hier nicht die einzige Skateboarding-Aufgabe. Denn wir dürfen das Ganze gleich nochmal eine Nummer härter machen.
Yeah. Ich mache in der Zwischenzeit einfach mal so ein paar Stunts, weil ich es kann. Nee, so funktioniert das nicht. Dann noch einmal hier hoch. Zack. Aber das Skateboarden ist schon echt cool. Eine von vielen coolen Sachen in dem Spiel. Zack. Jo, da verstecken sich auch nochmal zwei Eidechsen, die wir nebenbei bemerkt aus Glimmer kennen. Yeah, episch. Dann nur noch die eine da oben. Dann hätten wir unter einen schon abgeschlossen. Und zack. Hey, das war super. Und während du geskatet bist, habe ich das hier in einer Eidechsenhöhle gefunden. Was soll das anders sein als Endrachnai? Emily! Okay, wenn du alle Eidechsen fangen kannst, ohne dabei drauf zu gehen und bevor die Zeit abläuft, könnte ich vielleicht noch ein Ei rausrücken. Es wird aber nicht einfach. Ich glaube, das habe ich sogar gerade schon mit der ersten Ohne geschafft, aber hey, kein Problem. Wir steigen nochmal aufs Board und haben jetzt irgendwie nicht angefangen. Hey Jäger, du musst mir schon die Aufgabe musst mir schon geben, Junge. Endlich nochmal. Hol sie dir, Spyro. Ja, okay, einfach nochmal ansprechen. Genau, wir haben ein Zeitlimit jetzt von 3 Minuten, dürfen nochmal alle Eidechsen runterholen und wir dürfen, wie Jäger sich gerade ausgedrückt hat, nicht dabei draufgehen. Damit meint er einfach, wir dürfen nicht vom Board fallen. Das können wir nämlich auch, wenn wir gegen eine Wand fahren oder hier nicht richtig wieder aufkommen. Dann fliegen wir auf die Fresse. Das soll jetzt eben nicht passieren. Hey. Jetzt eine hin. Ich weiß, ich mache das hier gerade sehr kreuz und quer und irgendwie ohne wirkliche Richtung. Wo will der denn hin? Kollege. Hey. Naja, sprich gleich nochmal rüber. Das Zeitlimit ist hier das geringste Problem. Dann hier. Streckt mir einfach den Popo entgegen. Naja, so wie es die Eidechsen halt immer machen, ne? Einmal hier hoch. Dich mitnehmen und dich mitnehmen. So, dann einmal wieder hier hin. Rüber. Einmal Spin to Win. Da fehlt nur noch einer im Tunnel. Na? Ey, wo ist die Eidechse? Da! Da ist sie! Und tschüss. Geschafft! Wow, das war cool! Und sieh nur, das war cool. Da ist tatsächlich noch ein Ei in der Eidechsenhöhle. Tja, so ein Zufall aber auch. Daisy. Ach ja, immer schön, wenn die Drachen sich denken, sie sind Hunde. Okay. Und das ist jetzt hier aber noch nicht alles, was wir beim Skateboarden tun können. Denn jetzt gibt es noch, um einen Könnerpunkt zu erhalten, gibt es hier noch einen Streckenrekord, den wir schlagen müssen. Und zwar kriegen wir jetzt, wenn wir hier Stunts machen, kriegen wir Punkte. Autsch. Natürlich müssen die Tricks auch fehlerfrei ausführen.
Aber wir kriegen jetzt Punkte für die Stunts, die wir hier machen. Zum Beispiel hier 350 für drei Spins rechts. Und wir müssen einen Streckenrekord von 3500 Punkten schlagen. Der ist eigentlich ganz leicht. Vor allem, wenn man so ein paar Tricks benutzt, so ein paar Geheimtricks, die einem in dem Spiel nicht beigebracht werden. Das war jetzt keiner davon. Gegen den Puller hier zu fahren war auch keine gute Idee. Aber das ist weniger schlimm. Ja, ich bin ein bisschen eingerostet. Ich kriege gerade den Trick nicht hin, den ich die ganze Zeit hinkriegen will. Und zwar will ich einen Nasty Nork hinkriegen. Genau den da. 2500 Punkte. Das gibt einen Streckenrekord eigentlich schon fast instant. Ansonsten gibt es noch so ein paar andere Geheimtricks. Mal sehen, was ich noch so reißen kann. Best nicht in die große Rampe nehmen. Das waren's Trashmaster. Ja, aber leider sind hier auch nicht so schöne, gute Rampen, wo man wirklich viele Tricks ausführen kann. Hier eine gedrehte Limone. Und eine gepresste Zitrone. Ach ja. Ja, egal. Mach hier eben schnell einsammeln, bevor die Zeit rum ist. Naja. Und der Rekord liegt bei 3200. Na gut, haben wir locker geschlagen. Hier noch ganz viel Asche rum. Dann da oben war noch ein Fünfer, den ich vergessen habe. Oder den ich nicht erwischt habe. Zack. Da ist noch einer und irgendwo liegt jetzt, glaube ich, noch ein Fünfer rum. Zumindest deuten alle Zeichen darauf hin. Hier drüben. Hey. Nee, da oben. Okay. Alles klar. Dann haben wir auch, genau. Dann haben wir auch alles. Ah, da war wieder ein Nasty Nork. Es gibt auch noch so ganz spezielle Tricks. Da gibt's, es gibt den Raging Ripto. Zumindest heißt er so im Englischen. Spielt natürlich auf den Titel des zweiten Teils an. Es gibt noch den Dr. Champ. Auch alles bekannt aus Spyro 1. Und ansonsten gibt es noch so ein paar andere geheime Tricks. Wie gesagt, die werden einem Spiel nicht beigebracht, die muss man halt selbst herausfinden. Aber mehr dazu später, denn wir bekommen natürlich später, kommen wir noch in deutlich größere Skateparks, wo wir unser Können testen können. Aber dazu später mehr. Wir hätten soweit erstmal alles abgeschlossen und bekommen eine weitere Cutscene. Die zweite Warnung. Oh, oh, jetzt wird sie aber sehr böse, die Bianca. Sehr böse. Und wir mögen es nicht, wenn sie böse wird. Böse. Böses ist im Busch. Oder hinterm Baum. Schau an, Jäger. Es ist die schaurige Zauberin. Ich habe euch bereits gewarnt, dieser Ort ist nicht für kleine Drachen und... Miezen. Boah, Miezen, voll gedisst. Danke, aber wir können selbst auf uns aufpassen. Versuch auf das aufzupassen. Oh oh. Don't mess around with Spyro. Komm wieder, wenn du ausgelernt hast, okay? Sag mal, kommt es nur mir so vor? Oder sieht sie ganz hübsch aus, wenn sie böse ist? Ach ja, Jäger ist gut. Ach ja, das war die zweite Warnung. Die Bianca, die meint's ernst. Bianca means business. Tja, tja, tja. Aber wir lassen uns natürlich von Bianca nicht einschüchtern. Und ich möchte übrigens noch mal einmal auf Spyros Charaktermodell zu sprechen kommen. Er guckt nicht mal so grimmig wie in Spyro 2.
Er hat jetzt so einen ganz normalen, starren Blick. Guck ich mal böse. Was natürlich daran liegt, dass er in dem Spiel nicht um seinen Urlaub beschissen wurde. Darum kann ich es nachvollziehen. Diesmal ist er aus freien Stücken auf ein Abenteuer. Und nicht, weil irgendein so verrückter Professor sein Weltentor da abgezwackt hat. Naja, neue Welt, neues Glück. Und die Wolkentürme, auch eine sehr nette Welt. Mit so komischen Flügeltypen, die einen wegwehen. Ja, was hast du uns für Probleme? Nimbus? Wolkengenerator abgestellt und ich werde nie wieder einen Regenbogen sehen. Ja, die Bewohner dieser Welt sind alle nach Wolkenarten benannt. Einmal Nimbus. Hier haben wir dann Cirrus, okay. Dann könnte ich leicht drüber gleiten. Alles klar. Bam, bam, bam. Natürlich Metallrüstung, nicht abfackelbar. Die müssen wir auf die Hörner nehmen. If you know what I mean. So, hier ganz gemein, hier liegt noch ein Fünfer. Den übersehe ich sehr gerne. War auch so ein Edelstein, den ich früher nie gefunden habe. Er war einfach zu gut versteckt. Die Metallrüstung, die diese Feinde tragen, schützt sie vor deinem Drachenfeuer. Wenn du die Quadrattaste gedrückt hältst, kannst du sie durch Umstoßen besiegen. Ja, erzähl mir doch nicht das, was ich den Zuschauern gerade erzählt habe. Mensch, sorry, ich muss auch zuhören. So, einmal den Graben hinab. Spyro 3 ist übrigens, kann ich auch nochmal kurz erwähnen, vom Speedrun her das der längste der Spyro PS1 Teile. Was halt daran liegt, dass es so viele Gameplay-Elemente gibt, die halt alle Zeit brauchen und das Spiel ist auch recht stabil. Es gibt hier nicht viele Glitches, die man anwenden kann. Und ja. Alles im Allen, ich glaube der Speedrun dauert so gerundet, wenn Weltrekord momentan so ungefähr 3 Stunden. Also 2 Stunden 57, irgendwie sowas. Aber ja. Ich mache hier keinen Speedrun. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, werde ich mich irgendwann mal dran setzen und sowohl von Spyro 2 und 3 Speedruns irgendwie mal probieren. Einfach so, weil ich Bock drauf hätte. Damit ich mich wirklich als der Spyro-Profi schlechthin bezeichnen kann. aber die würde mich mal interessieren, einfach mal so einen Speedrun selbst da auszuprobieren. Und Spyro 1 habe ich ja einen gemacht, sogar live. Auch hier natürlich so amateurhaft. Ich will jetzt hier nicht gleich den Weltrekord holen oder irgendwie sowas, sondern einfach nur mal so probieren. Da wir wieder Geldsack. Hey! Hallo, hallo, wenn das nicht mein Leben hallo, hallo. Ist. Die Zauberin hat mich beauftragt, diese Blasebälge zu bewachen. Ich könnte aber vielleicht in die andere Richtung sehen, wenn ich durch das Zählen von Edelsteinen abgelenkt wäre. Mhm, ist klar. So, ich glaube, der Spruch, wenn wir sagen, niemals, du Spinner, ich glaube, der Spruch, der ist auch richtig gut. Was? Nein? Was hast du denn sonst mit diesen ganzen Edelsteinen vor? Flugstunden nehmen? Der war gut. Was für ein Diss einfach. Wie hast Spyro einfach mit den Flugstunden, du blöder Drache. Du kannst ja nicht fliegen, Edge Badge. Oh Gott, Geldsack. Da muss ich aber zugeben, der war wirklich gut. ja, das haben wir schon alles gehört. Sicher, warum nicht? Oh ja, wertvolle, wertvolle Edelsteine. Nun, Spyro, jetzt kannst du die Blasebälge jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Ja, danke. So ein geldgieriger Sack. Ja, willst du Geld sparen, dann kannst du vielleicht Flugstunden nehmen. Kannst ja anscheinend nicht fliegen. Pech, was muss denn auch so ein kleiner Liederdrache sein? Kannst ja noch nicht mal richtig Feuer speien. Dass du am weitesten gleitest, wenn du die X-Taste drückst, wenn du am höchsten bist.
Verwende die Dreiecktaste, um am Ende deines Sprungs zu schweben. Was du nicht sagst. Ich glaube, das wird uns aber noch ein paar Mal mehr erklärt werden. Auch noch ganz spät in ganz späteren Leveln wird uns das auch nochmal alles gesagt werden. Das mögen die in dem Spiel irgendwie. Einen immer und immer wieder die offensichtlichsten Sachen erklären, die man schon tausendmal gehört hat. Naja. So, schubs. Da haben wir so eine komische Ente getötet. Oh, du hast die Blasbälge aktiviert. Vielleicht kann ich den Wolkengenerator wieder in Gang bringen. So, und das Problem war die ganze Zeit ein Ei. Wie sollte es auch anders sein? Jetzt haben wir endlich wieder Wolken. Yay. Diese Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Mhm. Henry! Auch wieder ein Artisans-Drache. Cool, hätten wir hier schon mal die Hauptaufgabe abgeschlossen. Gehen wir erstmal hier rein. Denn wenn es ums Wetter geht, braucht man auch eine Sonne. Und darum geht es bei der Nebenaufgabe hier. Ist erloschen. Cumulus. Wir können mit unserem Lava-Fusionskessel und 3 Sonnensamen eine neue machen. Aber die Samen brennen immer aus, bevor wir sie in den Kessel kriegen. Tritt auf den Schalter, um einen frischen Sonnensamen zu bekommen. Dann musst du ihn mit deinem Feueratem anblasen, bis er im Kessel ist. Alles klar, wir müssen die Sonnenkerne anblasen. Lass uns einfach mal eine neue Sonne machen. Klar. Macht man ja mal so. Ja. Zack. Ach nee. Ja, wenn wir die nicht wieder anfackeln, dann trocknen die aus, dann kühlen die ab. Dann können wir das Ganze nochmal von vorne machen. Natürlich kennen die anderen zwei Sonnensamen sich nicht einfach denken, hau, das war jetzt der einfachste Weg, lass uns hier mal auch gehen. Nein, nein, die müssen natürlich wesentlich kompliziertere Wege gehen. Na gut, wesentlich komplizierter ist übertrieben. Aber hier hoch, anstatt da gleich reinzuhüpfen. Da nochmal 2. Die Dache, auch gut. So, gib mir den Schotter. Die Kiste habe ich früher auch immer übersehen. Genauso wie die hier. So ganz gemein in den Ecken. Vielleicht jetzt nur noch du. Ah, das war doof. Holen wir uns 9. Da habe ich gedacht, das schaffe ich noch. Parallel noch eben die Vase mitzunehmen. Ah, keine Panik. So, und 3 mit dir. Jetzt dürfen wir sehen, wie eine neue Sonne entsteht. Yeah, epische Sonne. Natürlich hat die Sonne auch eine Sonnenbrille auf. Diesen letzten Sonnensamen als Souvenir haben. Es könnte allerdings ein Blindgänger sein. Ein Blindgänger. Lulu. Suddenly Final Fantasy 10. Alles klar. Gut, ja, dann hätten wir alles. Dann haben wir auch eine neue Sonne. Dann ist ja alles im Lot. Jetzt haben wir uns um die Sonne gekümmert, jetzt kümmern wir uns um den Regen. Auch wenn es natürlich schon regnet. Aber auch da brauchen die noch ein bisschen Hilfe hier. Normalerweise wecken wir unsere Stratos. Wolke im Morgengrauen auf. Aber diese üblen Geister halten unsere Glocken vom Klingeln ab. Ja, auch eine simple Aufgabe, einmal hier durchfliegen und die ganzen Geister wegmachen. Zack, und der letzte. Jawohl.
Jetzt machen die Glocken ein ganzes Orchester. Was vom Nene unterbrochen wird. Möchtest du dieses Lied? Es fiel aus der Glockenstube. Hey, Cecily, tritt den Kaktoren bei. Vielen Dank für den Follow. Und willkommen bei den Kaktoren. Danke sehr. Freut mich, dass ich dich unterhalten kann. Und ja, vielen Dank. Ja, das Ding hätte ich sehr gerne. Jake. Winke, winke. Guck mal, der Drache kann schon fliegen. Spyro kann noch nicht fliegen. Alles klar. Ja, das Nene, das kennen wir natürlich auch nur zu gut aus Spyro 1. Denn wenn wir schon Dracheneier in dem Spiel primär sammeln müssen, dann dürfen natürlich auch die Eierdiebe nicht fehlen. Die sind auch wieder mit von der Partie. Na? Wie geht's? Und tschüss. Brian. Und schon sind wir bei Family Guy. Der wird natürlich mit einer Station Sonnenbrille geboren. Ach ja, die Drachen. Es sind halt magische Wesen, die werden auch mit Sonnenbrillen geboren. Hat halt hier alles seine Korrektheit. So, einmal noch auf das Podest hier hoch. So, ansonsten kann man die Wolke nochmal sehen. Ja, da oben ist sie und freut sich. Alles klar. Dann dürfen wir hier auch alles haben. Springen wir zurück. So. Gehen wir einmal hier hin. Denn dadurch, dass wir das Hauptdrachenei, sage ich jetzt mal, erhalten haben, hat sich hier vorne auch noch ein Wirbelsturm aufgetan, der uns hier hochbringt. Erstmal ein extra Leben. Zack. Und. Nein, Feuer, ouch, nein. Nicht runterfallen. Ja, zu spät. Hey, voll durchgesprungen. Das ist halt so Spyro los. Diesmal dran vorbei, nicht runterfallen. Und dann habe ich auch die restlichen Edelsteine, genau, 400 von 400 und das letzte Drachenei. Drachenei, Claire. Regenbogen, yay. So, dann hätten wir auch die Wolkentürme abgeschlossen. Dann geht ja ratzfatz hier. Oh, ich sehe gerade, dass Cecily hat was geschrieben. Hast echt eine nice Stream-Quality, sehe ich selten bei diesen Viewerzahlen. Mach weiter. So, okay, vielen Dank. Ich habe auch sehr darauf geachtet, dass vom Stream her alles okay ist. Habe ich auch, als ich angefangen habe, sehr viele Teststreams gemacht und so. Und darum freut mich, dass das alles okay ist. Was ich sonst noch so streame, ich habe eigentlich alles Mögliche, wo ich gerade Lust drauf habe. Ich habe neben den ganzen drei Spyro-Teilen habe ich schon Zelda Link to the Past einmal gestreamt. Auch durchgespielt. Ansonsten Super Metroid. Und auch sonst so zocke ich eigentlich alles, was ich so in die Finger bekomme, wo ich gerade Lust drauf habe. Da bin ich nicht wählerisch. Ja. Ist eigentlich immer spontan, was ich so streame. Also eigentlich immer eine Überraschung garantiert, was ich so streame. Und jetzt gerade halt Spyro. Weil ja nächsten Monat die Remix rauskommen. Da wollte ich nochmal alle drei Spyro-Spiele, bevor die Reignited Trilogy erscheint, einmal durchspielen. Damit man so den optimalen Vergleich hat. Jawohl, ja. So, es geht nebenbei in die nächste Welt, der Schmelzkrater. Der eine coole Musik hat.
Das ist doch Rocky von... Nee, das ist Lehm. Nicht Rocky. Aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Lodge herausholen, um etwas dagegen zu unternehmen. Jawohl. Hier haben wir eine Schatzkiste, die können wir noch nicht öffnen. Hey. Nicht frech werden. Der versucht, mich voll zu säbeln, zu messern. Ich glaube, bei dir hackt's wohl. Kurz eine Schnecke. Ach ja, die Gegnergeräusche sind teilweise auch zu gut. Erstmal Ricky befreit. Ricky und Kuno, der sprechende Schuh. Wer das noch kennt. Die komische Geox-Werbung oder was das war. Oh weia. So, so erklärt uns jetzt das nächste Offensichtliche, was wir schon tausendmal kennen. Libelle, immer gesund ist Spyro. Wenn seine Gesundheitsanzeige niedrig ist, fackel ein Tier wie diese Schnecke hier ab, um einen Schmetterling freizulassen. Jawohl. Gehen wir einmal so rum. Erstmal hier hin. Gehen wir einmal hier hin. Hier haben wir den Schlüssel für die Truhe. Ich schaff's einfach nicht darüber. Ah. Das habe ich noch nie geschafft. Ich weiß nicht wieso. Das soll eigentlich möglich sein. Ich finde übrigens die Wildschweine, die wir hier umlegen die ganze Zeit, die machen vom Sterbegeräusch her das exakt gleiche Sterbegeräusch, wie wer jetzt Sonic 2006 kennt, wie die komischen Phoenix-Teile aus Crisis City, aus Sonic 2006. Ja, dieses Ei. Die haben sie gestern Abend in der Tiki-Lodge verteilt. Alles klar. Curly. Gesundheit. Diese Tiki-Lodge, die werden wir übrigens auch nie zu Gesicht bekommen in dem Spiel hier. Die findet man, da kommt man aber, glaube ich, in einem GBA-Spyro-Teil hin, in die Tiki-Lodge. Ansonsten in dem Spiel werden wir sie nicht sehen. Wenn wir wieder sehen, das ist unser Freund Geldsack. Der immer wieder nett ist und uns immer sehr freut, dass wir an ihm blechen dürfen. Ach. Nun, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck geheim zu halten, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich lasse dich gern durch das Tor, um sie zu verfolgen, für einen kleinen Finderlohn. Finderlohn? Alles klar. Vergiss es, Verlierer. Also, Spyro, es liegt an dir. Wenn wir einfach nur Händchen halten und etwas Schönes denken, bringen die Diebe die Eier vielleicht von selbst zurück. Alles klar. Oh, Geld sagt, die Sprüche sind zu gut. Spyro, du kommst. Lass uns einfach Schönes denken, Augen zu machen. Wenn wir es nicht sehen, dann ist es gar nicht da. Ha. Okay, okay. Danke, Spyro. Und viel Glück beim Fangen dieser garstigen Eierdiebe. Vielen Dank. Wir gehen aber einmal hier kurz den Weg hier entlang, der sich geöffnet hat, als wir das Ei von dem Tiki da bekommen haben. Führt uns wieder direkt zum Anfang zurück, wo wir den Schlüssel einsetzen können. Bam. So, dann kümmern wir uns erstmal um die Eierdiebe. Denn hier werden wir wieder
eine Mechanik treffen, die wir aus Spyware 1 kennen. Bist du der Drache, Steini. Der ich habe nämlich einen verdächtig aussehenden Typen mit einem Ei dort drüben gesehen. Okay. So, mal gucken, ob ich da noch einen Trick hinbekomme. Das wäre jetzt schon mal nicht der Trick. Ach, verfolgen wir ihn einfach mal. So. Ansonsten im Speedrun, da erwischen die den Eierdieb irgendwie, wenn er hochspringt und indem die dann ganz komisch den abfackeln. Aber keine Ahnung, wie das geht. Moira. Du bist ein Drache, kein Hund. Hey, da ist noch einer. Der war ganz schön schnell. Vielleicht kannst du ihn fangen, wenn ich den Supersprint aktiviere. Oh ja, Supersprint. Kennen wir aus Spyro 1. Deshalb auch die Pfeile auf dem Boden. Ich liebe es. So, zack. Und Kermit! Applaus, Applaus, Applaus! Einfach nochmal Supersprung benutzen, um die Tonne hier aufzukriegen. Bam, bam. Bam, bam. Hier liegt noch was rum. Schön gucken, dass man hier nichts übersieht. So. Die Wand sieht ja zum Glück überhaupt nicht verdächtig aus. Tja. Hast du gedacht. Ein Könnerpunkt. Jetzt muss ich einmal gucken, wie viele Edelsteine wir haben. 289. Das ist noch nicht die Anzahl, die ich irgendwie haben will. Dann habe ich irgendwo was übersehen. Dann gucke ich nochmal hier. Da habe ich hier oben was übersehen. Hier sind nicht auch Vasen, aber ich glaube, hier habe ich einen gesammelt. In der Tat. Dann habe ich hier doch alles. Na gut, dann will ich das mal glauben. Und renne hier erstmal wieder raus. Wir reden aber nochmal mit ihm hier. Diese Typen gehören hinter Gitter. Ja, das sehe ich genauso. Einfach Dracheneier klauen. Wo kommen wir denn da hin? Jetzt frage ich mich aber, ich habe hier doch irgendwo Edelsteine übersehen. Oder wir könnten es auch ganz einfach machen. Indem wir da reingehen, wo wir eigentlich noch gar nicht rein sollen. Denn hier brauchen wir erst einen neuen Gefährten. Hinweis, Wachmeister Bird befindet sich zurzeit auf einer wichtigen Mission. In das Innere eines Käfigs. Dumm gelaufen. Die Zauberin. Ja. Für gewöhnlich könnten wir das Level jetzt noch nicht abschießen, weil uns eben noch Sergeant Bird fehlt. Aber auch da gibt es natürlich Tricks und Kniffe, wie man das trotzdem machen kann. Dafür springen wir einmal hier hoch. Dann gehen wir einmal hier hoch. Und weil die Ladezone so schön ist, können wir einfach da rein. Alles klar. Alles klar, Charakter, den wir eigentlich noch gar nicht kennen. Aber ja, das ist Sergeant Bird. Der Pinguin mit den Raketenwerfern und der fliegen kann. Einfach, weil es Spyro ist. Ich spiele mit meinen Freunden verstecken. Reden wir mit Schiefer. Wenn ich das Versteck ihrer Köpfe nicht finden kann, lassen Sie mich nicht der Tiki Lodge beitreten. Hilf mir, sie wieder zusammenzusetzen und ich mache dich zum Ehrenmitglied. Genau, wir müssen hier die Tiki-Köpfe finden und zurück zu den Körpern bringen. Also würde ich mal sagen, nur nicht den Kopf verlieren.
Ich weiß, schlechtes Wortspiel, aber muss auch mal sein. So, wir watscheln mal hier lang. Fehlt mir hier einen weiteren Kopf. Na, Sergeant Bird, los. Das Fliegen mit Sergeant Bird ist so ein bisschen sperrig, wenn man so sagen kann. Aber mit ein bisschen Gewöhnung geht das auch. So, bevor wir die Köpfe übrigens auf die Körper setzen, wollen wir sie erstmal alle hier auf der Mittelplattform versammeln. Und das gibt uns nämlich auch wieder einen weiteren Könnerpunkt. Nebenbei sprengen wir einmal hier die Wand auf. Denn hinter der befürchtet sich Luna. Ein weiteres Sachnei. Mit sehr großen Schneidenzähnen. Alles klar. Diese komischen Papageienviecher umzulegen bringt übrigens auch nichts, weil die einfach respawnen. Wie man hier gerade sehen konnte. Die fliegen übrigens immer so, wie man selbst fliegt. Wenn wir jetzt in die Höhe steigen, werden die auch höher kommen. Ne? Wollte ich auch nur mal demonstrieren. So, schnell hier durch. So, und einmal absetzen. Zack. Da war ich schon drin. Oh, das war knapp. Ja, hätte ich auch setzen, Hilfe. So, ablegen. Dann da oben noch. Ich glaube, die Dinger hier machen übrigens auch gar keinen Schaden. Das kann ich mal austesten. Nö, wir haben kein Leben verloren. Die bringen uns nur einmal kurz zum Straucheln, dass wir, wenn wir einen Schädel gerade tragen, den Schädel verlieren. Hey, das Feuer war auch schon total weg. So. So, weg mit euch. Einmal Platz da, ich bin Arzt. So, und das dürfte jetzt... Genau. 5 Köpfe sind es. Alle vereint, dann hüpfen die hier so schön rum und es gibt einen Könnerpunkt. Jawohl. Jetzt werden wir nur noch auf die Körper hier setzen. Zack. 1. Dann Nummer 2. Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Hilfe, Steuerung. So, zack. So, Nummer 2 war das. Dann haben wir hier oben Nummer 3. Wow, Alter. Dann einmal hier Nummer 4. Und dann zu guter Letzt noch Nummer 5 da oben. Nein, Bird, nimm das Ding auf. Ja, die Flugsteuerung ist echt ein bisschen träge. Aber hey, mit der Zeit lernt man auch damit umzugehen. Cool, jetzt sind wir Ehrenmitglied in der Tiki Lodge. Und befreien Ryan. Sowas ist noch nie passiert. Ich hoffe, es ist kein schlechtes Omen. Nein. So, jetzt muss ich aber einmal nochmal gucken. Atlas. Oder nee, ich drück Select. So. Dann bin ich nämlich gleich bei der Welt. Ich wusste doch, da fehlen noch 2. Jetzt ist bloß guter Rat teuer. Wo sind denn diese 2? Sind die hier? Autsch. Ich möchte auch nebenbei anmerken, anders als in Spyro 2 hat Sparks hier nicht seinen Edelsteinradar. Zumindest noch nicht. Den müssen wir uns erst noch verdienen. Darum ist das jetzt ein bisschen doof. Muss ich einmal hier nochmal alles abgrasen. Hier ist aber nichts, hier ist aber nichts, hier ist aber nichts. Jetzt sehe ich aus, wie wir sterben. Das wäre ein bisschen blöd. Ich bezweifle aber, dass das hier ist. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Nee. Gehen noch mal kurz den Gang hier entlang. Dann können wir alles ausschließen. Und in der Tat ist ja auch nichts. Ich brauche keine Flasche mehr oben, nee. Da muss ich mich gleich noch mal woanders umsehen. Habe ich doch was bei dem wahrscheinlich übersehen. Ansonsten grasse ich jetzt erst noch mal den Hauptlevelabschnitt durch. Und zwar einmal hier. Hier nicht. Das war, glaube ich, nur eine Schnecke da drüben. Ja, leider. Ach, habe ich dich übersehen, mein Freund? Hey. Ich habe dich sogar mein Freund genannt, also. Na, geh doch. 400 out of 400. Yay. Ich springe auch gerade in alles rein. Hilfe. Ist aber nichts wie weg hier. Wird mir dann doch ein bisschen zu viel Lava. Zurück nach Bad Sonnenaufgang. So wie mit dem Schafgrillen. Weil während der Entwicklung des Spiels keine Schafe zu Schaden kamen. Gut, dann gehen wir mal zu den Seehunden. Der Muschelstrand. Wird natürlich Zeit für eine anständige Wasserwelt. Die in Spyro natürlich alles andere als schlecht sind, sondern sehr viel Spaß machen, weil die Wassersteuerung eben superb ist. Was ich auch eben nochmal erwähnen will, wo ich noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen bin. Anders als in Spyro 2 haben die Levels in Spyro 3 leider kein schönes Intro und kein Outro mehr. Ist ein bisschen schade, aber ja, was will man machen? Sebastian. Dann haben sie eine Spritztour damit gemacht und dann sind sie damit in einen Haufen Steine gekracht. Komischerweise fanden die Rhinoxe das nicht so lustig und haben meine Freunde in das Gefängnis da hinter dir gesperrt. Tja. Was Seehunde halt so machen, mit U-Booten rumfahren. Ja, das Dilemma sehen wir übrigens auch sehr schön. So, dann dürfen wir hier schon mal alles haben. Auch mal ein extra Leben abkassieren. Moment, war da noch was? Nee. Dann raus aus dem kühlen Nass. So, sorry, was hast du uns jetzt Wichtiges mitzuteilen? Wenn du eine Zusammenfassung über deinen Fortschritt in einer Welt haben willst, kannst du die Select-Taste drücken. Damit öffnest du den Atlas auf der Seite der Welt, in der du dich befindest. Cool. So, du mit der Schippe kannst auch abhauen. Drachenei, Jason. Jason. So, zack, zack, zack. Die wollen uns mit Fässern abwerfen, aber wir können die Fässer einfach auf die zurückschleudern, indem wir einfach gegenrennen. Wir können aber auch einfach uns davon überrollen lassen, das geht auch. Ist aber nicht so förderlich. War hier noch was? Nö.
Raus aus der Muschel. Und ich sehe gerade, ich habe es gerade gehört, Moment. Einmal hier nochmal kurz die Gegner beseitigen. Vielen Dank an Spyro the Dragon 98. Danke fürs Folgen und willkommen bei den Kaktoren. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich dich unterhalten kann. Ich sehe gerade, oh, du hast auch schon was in den Chat geschrieben. Wie geht es? Wie geht es Ihnen? Mein Gott, nicht so förmlich. Du kannst mich ruhig duzen, keine Sorge. Du musst mich nicht sitzen, also. Aber mir geht's soweit gut, vielen Dank. Ich hoffe, allen Zuschauern geht's auch gut. Ich sehe gerade, ich habe in der Tat 3. Das freut mich sehr. Siehst du, es ist halt Spyro. Schon spielt man Spyro, schon kommen die Zuschauer. So, einmal hier rüber. Auch eine Stelle, die ich früher nie erreichen konnte. Da gehen wir gleich runter. Waffe gegen die Vase geschubst. Gut, dann kommen wir nochmal zu einer weiteren Runde mit Sheila. Wenn wir schon mal da sind, können wir das auch ruhig machen. Oh, hi Spyro. Einige meiner Seehundfreunde versuchen, eine Rinox-Festung zu zerstören. Ich will auch hin und mithelfen. Ich liebe den Duft angesenkter Rinoxe am Morgen. Yay. Ja, die Aufgabe, die wir mit Sheila jetzt hier bewältigen müssen, das war auch früher eine der schwersten überhaupt. Moment, ich will den hier machen, so. So, eben hier kurz die kleine Höhle hier abgrasen. Da befindet sich noch ein weiteres Dach, nein, Jared. Zack. Bam. Ja, voll mit TNT hier die Seehunde, alles klar. Und das nenne ich mal Sandburg da drüben. Die Rinoxe haben auf unserem Strand eine Festung gebaut. Die werden wir zu Kleinholz machen. Du musst nur die Ecktürme für uns übernehmen. Wir zünden jetzt die Bombe. Sorg dafür, dass du alle Ecktürme mit einem Kopfstoß zerstörst, bevor die Lunte zu Ende ist, okay? Ja, das, was er jetzt sagt, das ist auch ein bisschen missverständlich. Man könnte jetzt meinen, ich muss nur die Konstrukte da an den Ecken zerstören, aber nein, nein. Wir müssen alle Blöcke, sage ich jetzt mal, zerstören, die irgendwie Kanonen oder so komische Häuser da sind, so Tore. Diese Sandblöcke, die müssen wir in der Tat nicht zerstören. Das habe ich früher immer gedacht und deshalb immer alles zerstört. Also erstmal weg mit euch. Weil dann 4 Stück Hilfe. Das Ganze geht auch ganz einfach. Wir müssen noch nicht mal da drauf stehen, weil wir uns einfach knapp vor die Kanone stellen können und dann zack. Zack. Na. So, einmal so. Zack. Zack. So, das Ding kann man jetzt stehen lassen, weil wie gesagt, solche Dinger müssen wir nicht zerstören. Hey. Haut ihr mich einfach mit seiner Schippe da. Zack. So, und das dürfte der letzte sein. Dann haben wir es auch schon geschafft. Aber da konnte man auch gerade an der Mission sehr gut sehen, dass ich den Schwierigkeitsgrad auf höchste Stufe gestellt habe. Weil auf normalem Schwierigkeitsgrad und wenn man das Spiel normal spielt und dann hier ankommt, dann sind da definitiv nicht so viele Rinoxe, die einen angreifen. Dass da gleich am Anfang irgendwie 4 Stück da rumstehen. Wie gut, dass ich dieses Ei schön sicher in meiner Tasche hatte. Ja. Und ich sag's ja immer wieder, die Bewohner hier, die sind ein bisschen schräg. Ich spreng mich erstmal so selbst in die Luft mit dem ganzen TNT. Was für ein Wunder, dass er es überlebt hat. Und vor allem das Drachenei. Aber ja, ich will mich nicht beschweren. So sind die Leute halt hier. Haben die noch was zu sagen hier? Unser Strand ist dein Strand. Okay. Hast du was anderes zu sagen? Okay. Hat er noch was zu sagen? Nö. Er schweigt stille. Dann können wir auch abhauen.
Wir schwimmen zurück, damit wir Sheilas lustige Schwimmanimation nochmal sehen. Ach ja. So, um den kümmern wir uns erstmal. Dann habe ich hier noch einen Einer da gelassen. Schickt sich wieder drunter, zack. Ha, voll getroffen. Die Tintenfische geben aber auch irgendwie komische Geräusche von sich. So, pa, pa. Einsammeln. Ach ja. Oh, das. So, hier gibt es auch noch einen Könnerpunkt. Und zwar müssen wir hier das verrückte Huhn besiegen, so heißt es, glaube ich. Das ist irgendwie so ein. Ja, genau, das Hähnchen da. Hilfe. Er schwimmt hier immer durch den Tunnel. Da war's. Okay. Ich weiß nicht, warum das gerade einen Könnerpunkt gibt, aber soll mir recht sein. Plan hat funktioniert. Dieser dumme Stanley, der Seon. Fallen lassen, als er mich geschüttelt hat. Jetzt kann ich meine Freunde befreien. Yay! Yay, Freiheit für die Seehunde. Schön. Oh, was wollte ich dir noch sagen? Einer der Rhinoxe hatte dieses Ei in seiner Brotdose. Die Brotdose, das Ei in der Brotdose, alles klar. Dizzy. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Und machen die nächste Nebenaufgabe. Wir hatten ein Drachenei für dich, aber wir haben es zum Testen unseres Ultra-Hochgeschwindigkeits-Strömungstunnels benutzt. Die gute Nachricht ist, dass es ohne einen Kratzer am Ende des Tunnels angekommen ist. Die schlechte Nachricht ist, dass es unmöglich ist, es wieder herauszubekommen. Der Klar, mache ich auch so, ja. Voll mit Rhinoxen und schwebenden Minen. Du kannst das Ei nur wiederholen, wenn du jeden einzelnen Rhinox im Tunnel besiegst. Ach ja, schmeißt das Ei einfach in dieses komische Ding hier rein. So, wenn wir hier reingehen, dann schwimmt Spyro sofort mit Höchstgeschwindigkeit. Wir können eigentlich nur nach links und rechts lenken. Wir müssen, wie gesagt, alle Rhinoxe besiegen und dürfen nicht gegen die Minen prallen. Und da ist uns einer entkommen, verdammt. Moment, nochmal. Toll. Moment, nochmal. So, zack. 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 Oh, das war knapp. So, zack. Und das dürfte der letzte sein. Perfekt. Dieses Ei hat erstaunlich gute Strömungseigenschaften. Von jetzt an werden alle unsere U-Boote eiförmig sein. Cool. Eiförmige U-Boote. Der Duke. Der Drachenname aber auch manchmal. Cool. Haben auch den Duke gerettet. Duke Nukem und so. Bestimmt. So, dann gehen wir noch ganz gemein hier an die Oberfläche. Auch ein Ort, den ich früher nicht gefunden habe. Allgemein gibt es in dem Spiel sehr viele Stellen, auch verglichen mit den anderen zwei Spielen, die ich einfach nicht gefunden habe. Naja, ist schon ein bisschen tricky hier, Spyro 3. Pluto der Rhinox hat uns in einer Seeschlacht herausgefordert. Unser Schnellboot gegen sein nukleares Hai-U-Boot.
Wenn wir gewinnen, bekommen wir das Drachenei, das er bewacht. Wenn wir verlieren, müssen wir einen Monat Küchendienst machen. Na, dann lass uns mal lieber gewinnen. Was sagst du dazu? Willst du gegen Bluto antreten? Der hat zwar euch herausgefordert, aber natürlich muss ich das machen. Gegen das nukleare Hai-U-Boot antreten? Jawohl. Okay, viel Glück. Aber denk daran, dich vom scharfen Ende fernzuhalten. Okay. Ben. Ja, wir steuern jetzt dieses komische U-Boot hier. U-Boot, dieses komische Schiff. Kanonenboot. Wir können auf X können wir Gas geben und mit Kreis feuern wir. Unten rechts sehen wir die Munition, die wir gerade haben. Und ja, damit müssen wir jetzt den lieben Bluto bekämpfen. Diese Kisten hier geben uns wieder Munition zurück. Ich werde das jetzt erstmal so machen. Ich werde ihm jetzt erstmal die ganze Zeit ausweichen, bis ich mir ein bisschen Munition angehäuft habe. Dann gehe ich einfach mit Dauerfeuer drauf. Ah, guck mal, wieder hervor. Ich weiß gar nicht, wie viel Schiss er aushält. Der hat irgendwas Unsichtbares gerade gefressen. Alles klar. Ich weiß nicht, ob 24 ausreichen. Ich meine schon. Aber ein Fass nehme ich gerne noch mit. Eine Kiste. Gut, 27. Dann würde ich sagen, einfach draufhalten. Zack, 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 zack. Ist mir jetzt auch egal, ob ich Schaden bekomme. Ja, und 25 reichen locker. Alles klar. Ja, und das war schon die ganze Kunst. Mal, dass Bluto verloren hat. Du hast ganz schön viel Talent für jemanden, der so lila ist. Ich hoffe, dieses Ei ist den ganzen Ärger wert. Hey, unterschätzt nicht nochmal einen Niederdrachen. Und wir haben Jackie Chan befreit. Alles klar. Nein, das ist eine weibliche Jackie. Gut, die Drachen hätten wir dann schon mal. Dann müssen wir uns hier nur noch um die Schätze kümmern. Also wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Komm, ein Fünfer und ein Einer, perfekt. Sehr schön. 400 von 400. Nicht nochmal abtauchen. Wupp, einmal rüber. Zack. Spyro der Delfin. Jawohl. Hätten wir auch den Muschelstrand abgeschlossen. Und raus hier. Ach ja, das war jetzt der letzte. Jetzt haben wir alle Hauptwelten der ersten Oberwelt besucht. Dann fühlen wir uns jetzt hier zum nächsten Gefährt, das uns in die nächste Hauptwelt bringt. Das macht übrigens jeder automatisch, egal in welcher Reihenfolge man das macht. Die haben auch alle noch was zu sagen. Ja, natürlich auch noch was. Ich denke, du musst jetzt einfach in den Ballon springen. Frag mich nicht, wie er funktioniert. Ich habe nämlich keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Mein Name ist Leo, ich weiß von nichts. Mit diesem Ballon gelangst du zu einem Land, das in der Nähe der Zauberin liegt, Spyro. Außerdem kannst du damit jederzeit wieder hierher zurückkommen. Jawohl, alles klar, jetzt noch der Tiki. Mit diesem Ballon gelangst du zur großen Tiki-Lodge im Himmel. Spring einfach auf, wenn du bereit bist. Ja. Na gut, das könnten wir jetzt machen, machen wir aber noch nicht. Haha. Denn wir haben hier noch eine Rennstrecke, die wir bewältigen müssen. Die Pilzrennstrecke. Rennbahn. Rennstrecken sind es in Spyro 2. Hier sind es Rennbahnen. Sorry.
Yeah, coole Spark-Synchronisation. Ach ja. Also ich glaube, ich hätte Sparks auch sprechen können. Naja, ich will mir nicht zu viel zumuten. Ach, schön. Ja, wir haben einmal das Zeitspiel, das können wir aus den anderen Spyro-Teilen. Da haben wir 4 Gegenstände, die wir abfackeln, durchfliegen etc. müssen. Wenn wir alles in einen schaffen, dann bekommen wir das Drachenei. Die Edelsteine aus der Rennbahn erhält man übrigens diesmal auf anderem Wege, das machen wir auch. Jawohl. Edelsteine bekommen wir anders als in den anderen Spyro-Teilen nicht dadurch, dass wir einfach die ganzen oder ein Set von Dingern hier durchfliegen oder abfackeln. Sondern die bekommen wir gleich gut geschrieben, wenn wir einfach nur das Ding zerstören, durchfliegen etc. Ich mach das hier mal ein bisschen mit dem Supersprint. Vorsicht, radioaktive Spinnen. Zack. Da fehlen noch die Schmetterlinge. Ah, fast. Das war schon fast gut. Naja, die Zeit reicht aber locker aus. Jetzt muss ich noch gucken, wo der letzte war. Da. Und tschüss. Das war schon die ganze Kunst der ersten Herausforderung hier. Geschafft. 8 von 8 Ringen, 8 von 8 Löwenzähnen und Spinnen und Schmetterlinge. Yay. 1 Minute 1, ganz okay. Es gibt auch anders als in Spyro 2 diesmal keine Streckenrekorde, die wir schlagen müssen, um Körnerpunkte zu erhalten. Das ist jetzt alles ganz easy. Und wir erhalten Sabina. Flupp. So, jetzt machen wir das Rennen gegen die Schmetterlinge. Jawohl. Ja, wie der Name schon sagt, halt ein Wettrennen. Wir müssen Erster werden. Dabei müssen wir uns natürlich an die Strecke hier halten. Wir können nicht fliegen, wie wir wollen. Und diese Rennen sind dadurch, dass ich den Hard Mode aktiviert habe, doch schon eine große Herausforderung. Vor allem das allerletzte, kann ich euch schon mal sagen, auf der letzten Rennbahn. Ja, das machen die, glaube ich, auch im Speedrun besser. Aber ja. Die Rennen darf man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die ersten paar Plätze sind eigentlich immer leicht zu kriegen, aber der Erstplatzierte ist immer schwer. Ansonsten haben wir hier noch diese Sternringel. Wenn wir die durchfliegen, dann bekommen wir so einen kleinen Geschwindigkeitsschub. Ja, und da sehen wir es, wir sind Zweiter und der Erste ist nicht in Sicht. Da drüben ist er. Aber ja, da darf man sich schon nicht so schäbig anstellen hier. Aber weil das eben noch das erste Rennen ist, ist das auch noch gut machbar, selbst auf höchstem Grad. Aber ja, wenn wir auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad stehen, dann wäre ich, glaube ich, schon längst Erster. Weil die dann echt nicht mithalten können. Aber so ist es dann doch so eine kleine Herausforderung. Wenn auch nicht die größte. Ist alles machbar. Übrigens niemals an einem Ring vorbeifliegen, dann heißt es, du bist vom Kurs abgekommen und darfst alles nochmal von vorne machen. Ist mir früher auch oft genug passiert, darum kann ich davon auch Lieder singen. Aber wir haben es geschafft in 1,55. Yay, neue Bestzeit. Weil wir noch keine andere Bestzeit hatten. Hey.
und wir haben den ersten Preis. Yay. Und John. So, jetzt könnte man natürlich denken, wir sind hier fertig, aber nein, nein. Genau wie in Spyro 2 gibt es hier auch auf den Rennbahn auch nochmal eine geheime Mission, die wir machen können. Und die hängt mal wieder mit Jäger zusammen. Das war knapp. Und zwar können wir auf jeder Rennstrecke einmal Jäger finden, der versteckt sich. Und auf der Pilzrennbahn ist das hier. Ein Trupp Schafe in fliegenden Untertassen ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und stellt die Rennstrecke auf den Kopf. Genau. Ich muss wohl in mein Flugzeug steigen und denen mal Manieren beibringen. Oh, ich muss den Manieren beibringen. Ja, die Rennbahnmission mit Jäger. Da hat Jäger immer mit Schafsuntertassen zu tun. Oder eben mit Welterumkühen, die wir ja auch aus Spyro 2 kennen. Und ich sage euch schon mal gleich, diese Mission, die wird etwas laut. Vom Ingame-Sound her. Weil, hört es euch einfach an, weil... Wir dürfen jetzt mit seinem Flugzeug die ganzen Untertassen abschießen. Und der Schusssound von dem Flugzeug, der ist ein bisschen laut geraten. Aber hört es euch einfach selbst an. Aufgepasst, Schafe! Hier komme ich! So, wir wollen hier eigentlich permanent Schuss und Turbo gedrückt halten. Aber wir müssen aufpassen, die Untertassen feuern auch auf uns. Na komm, hier. Genau das meine ich damit, dass die Mission etwas laut ist. Ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen. Na komm, vier Stück, wo sind die? Zack, da. Nicht von dem Ding erwischen lassen, dann ist man sofort K.O. Sagen, dass ich nochmal treffe. Zack. Noch zwei. Halt da drüben. So, hat einer noch. Wo ist der? Da. Und tschüss. Gut. Hoho, guck dir das Hoho. An. Der Truppenführer hatte dieses Ei entführt. Wie er singt einfach. Naja, hatte dieses Ei entführt. Täter. Der Täter. Macht erstmal in der Luft Loopings, alles klar. Gut, dann hätten wir jetzt die Rennbahn aber auch abgeschlossen. Wieso? Wir versuchen es nicht später nochmal. Wir haben alles abgeschlossen. Wir haben schon 2000 Edelsteine gesammelt. Die uns Geldsack abgezogen hat, nicht mit eingerechnet. Gut, dann wären wir mit Bad Sonnenaufgang soweit fertig. Na gut. Ich kann ja nochmal gucken, ob wir jetzt auch soweit alles haben. Moment, zack. Sieht doch gut aus. Dann gibt es nur noch den Boss. Der Boss, der Boss, der Boss. Gut, mit den Leuten haben wir schon alle geredet. Dann können wir auch uns Richtung Gartenstadt begeben. Was die nächste Oberwelt wäre. Aber wir bekommen natürlich noch einen kleinen Zwischenstopp mit dem Bossgegner. Bianca schlägt zurück. Hui. Hör genau zu, du dummes Ding. Ich frag dich jetzt das letzte Mal. Warum hast du diesen teuflischen Drachen nicht erledigt? Ich hab versucht, ihn zu erschrecken, Eure Hoheit. Aber er fürchtet nichts. Fürchtet nichts? Fürchtet nichts? Für was habe ich dich all die Jahre ausgebildet? Zaubere etwas. Hier hast du ein Zauberbuch. Zaubere ein Monster und beseitige ihn. Ihn umbringen? Es interessiert mich nicht, was du machst, du nutzloses Balk, solange du ihn loswirst. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Das sollte passen.
Du, komm her! Ja, kommen die Häschen und hättest du jetzt aber noch lassen können. Die Zauberin hatte ich irgendwie nicht nett in Erinnerung. Nein, 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 die Zauberin, die ist eine richtige Bitch. Nein. Aber ja, fast. Die Zauberin vorhat, dich in einen Hinterhalt zu locken, bin ich so schnell ich konnte hergekommen. Keine Sorge, die schlappe grüne Kröte erledigen wir mit links. Yay. Shida unterstützt uns. Auch wenn sie nicht wirklich was macht, im Endeffekt. Naja, wir können wie in Spiral 2, können wir hier Ice-Staring-Contest machen. Solange wir uns nicht bewegen, bewegt er sich auch nicht. Aber ja, Prinzip des Kampfes ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen ihn in die Lava schubsen. Versucht immer auszuweichen, aber das bringt nicht viel. Zack. So, dann wollen wir uns einmal richtig positionieren. So, zack und nochmal. Ach, jetzt versucht das mit so einer lustigen Feuerwand. Hey. Und dann muss ich ihn off-camera. So, zack. Also ich will nichts sagen, aber wenn man weiß, wie, ist der gar nicht so schwer. Und tschüss. Mann. Das war ja jetzt anstrengend. Ja, das liegt halt daran, dass er, wenn er aus der Lava kommt, dann versucht er so ein komisches Rollmanöver zu machen und versucht Spyro zu überrollen. Wenn er aber gegen den Rand der Arena rollt, dann kommt er da sofort raus. Und wenn er dann nicht in Kamerasicht ist, dann macht er halt auch nicht seine komische Feuerbarriere, die wir da gerade hatten. Da kann man ihn halt immer wieder einfach in die Lava schubsen. Das war jetzt irgendwie sehr trivial, aber... Hä? Ja. Naja. So, und dann sind wir auch in der nächsten Oberwelt. Die Gartenstadt, meine Lieblingsoberwelt. Und da begrüßt uns gleich erstmal wieder Bianca. Flup, flup. Mit schönen Regenbogeneffekten. Yay. Okay, Drache, du hast länger überlebt, als ich gedacht hätte. Aber du hast nicht die geringste Vorstellung, was für Gefahren noch vor dir liegen. Ich rate dir, deinen Katzenfreund und die paar Eier, die du gefunden hast, zu schnappen und im Eiltempo nach Hause zurückzukehren, solange du noch kannst. Ich sage dir das in deinem eigenen Interesse, weißt du? Ja, ja. Immer diese leeren Drohungen. Naja, neue Oberwelt, neues Glück. Auch hier sammeln wir natürlich erstmal wieder alles ein. Da haben wir schon wieder das obligatorische Nähne. Das heißt, hier ist wieder ein Eierdieb unterwegs. Drachenei Dave. Nummer 37. Alles klar. So, gehen wir mal kurz in dieses Eisgebiet hier. Ah, mit der tollen Eisphysik. Oh. Mingus. Schon wieder ein Beastmasters Drache. Nee.
Da haben wir wieder unseren Freund Jäger. Hey Spyro, Zoe hat mir gesagt, dass sich das Tor öffnet, wenn du dieses Dings da triffst. Warum versuchst du nicht, diesen Stein dagegen zu spucken? Okay. Einfachste Übung. Zack. Das öffnet uns ein weiteres Portal zu den Zaubertürmen. Da lacht er. Aber das Sachen wird ihm schon bald vergehen. Hey. Gut, der will, dass man auf dem Weg bleibt hier. So, zack. Erwischt. Trixie. Ring, Ring. Mit Geld zerkriegen wir gleich. Bin ich schon wieder gespannt, was er wieder zu sagen hat. Wenn ich drauf tippen müsste, dann würde ich sagen, er will Geld haben. Aber ist nur so eine Vermutung. Ich hänge irgendwie fest, alles klar. Spring einfach darauf und halt dich mit deinen Krallen fest. Ja, sieht doch Spyro an, wie er versucht da zu Jäger zu laufen, er es aber nicht kann. Toll. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, klettern können wir natürlich auch noch. Sehr schön, danke, dass du uns das gesagt hast. Danke, Jäger. Ist wieder Spezialauftrag für Sparks. Ja, ja, da kommen wir später zu zurück. Den Spezialauftrag können wir in Bad Zwischenahn, ja, fast. In Bad Zwischenahn. Ja, in Bad Sonnenaufgang könnten wir die Mission mit Sparks jetzt übrigens machen, nachdem wir den Boss besiegt haben. Aber das will ich mir ja fürs Ende aufsparen, wenn uns die Fähigkeiten nichts mehr bringen, sage ich jetzt mal. Damit ich dann noch so eine kleine Herausforderung zusätzlich hab. Einfach so Spaß. Modesty. Tja. Gut. 2, 3, 5, 5. Dann kriegen wir noch ein bisschen Kohle aus dem großen Stahlding da. Hi Spyro, dies ist ein super Feuer-Powerpunkt. Du findest noch mehr davon in allen anderen Welten verstreut. Probier ihn doch mal aus, indem du damit diese ganzen Übertöpfe zerbrichst. Ich habe gesehen, dass ein Rhinox ein Ei in einem von ihnen versteckt hat. Okay. Übertöpfe. Also eins. Zwei. Was trifft das? Ja, drei und zack. Und zufälligerweise ist natürlich gerade im letzten das Ei drin. Matt. Gut. Moment, ich brauche nochmal Superfeuer. Zurück, zurück, zurück. Superfeuer, Superfeuer. Sonst kriegen wir da hinten das Stahlding nicht auf. So. Bam. Jetzt nur noch hoffen, dass das auch genug ist. Denn ansonsten nehmen wir noch diese vier Vasen hier mit. Aber das wäre immer noch nicht genug. Drei, das ist ja schon wieder so eine markante Zahl. Da
Dann nehmen wir doch einfach den hier mit. Da fehlt uns noch einer. Ein Zweier wahrscheinlich. Jetzt beginnt das Fiasko mit Zweier schon wieder. Ach ja. Das gängige Spyro-Problem. Ein Edelstein fehlt. Da kann sich kein Spyro-Spieler daraus rausreden, dass er diese Situation nicht schon mal hatte. Hier irgendwo auf den Treppen. Auf den Stufen. Nee, hier hinter auch nicht. Nein, hier im Anfangsbereich. Nein. Hier unter Wasser vielleicht? Nee. Zack. Einmal raus. Dann kann das ja nur noch hier sein. Oder auch nicht. Verdammt, wo sind die letzten zwei Edelsteine? Hilfe, ich will hier raus. Nein. Na toll, jetzt suche ich hier einen Edelstein. Aha. Das gibt's doch jetzt nicht. Moment. Doch da oben? Nee, hä? Ach, da. Ganz fies in der Ecke. So, geht doch. Na gut, Level geschafft. Gut, dann bin ich gerade am Überlegen. Ich würde dann aber auch eigentlich jetzt schon Schluss machen. Wir waren wieder 2 Stunden dabei insgesamt. Dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. War auf jeden Fall wieder ein angenehmer Stream. Wir haben die erste Oberwelt abgeschlossen. Ich muss dann gucken, wann ich den Rest so mache. Ich hätte wohl mal gucken, ob ich morgen was mache. Ansonsten meine Streaming-Zeiten sind eher spontan, um das einmal an meine neuen Zuschauer zu sagen. Aber ja, ich finde es auch schön, dass 2 neue Leute hinzugekommen sind. Freut mich sehr. Die Begeisterung für Spyro ist also da. Wird sich gemerkt. Alles klar. Aber ja, schön, dass ihr dabei wart. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und weil ich das nächste Mal streame, wie gesagt, muss ich erstmal schauen. Das ist immer bei mir relativ spontan. Genauso wie wann ich welches Spiel zocke und wie ich gerade Lust drauf habe. Aber ja. Dann verabschiede ich mich, bedanke mich nochmals fürs Zuschauen und ja, lasst es euch gut gehen, gute Nacht, bis irgendwann mal und Sayonara Leute, bis zum nächsten Mal, ciao.